Wir werden jetzt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen nacheinander hören mit dem Zeitlimit von 2 Minuten. Wenn alle Ergebnisse vorgestellt sind, gibt es eine kurze Möglichkeit, Verständnisrückfragen zu stellen. So nach dem Motto, was versteht die Gruppe darunter, was meint sie? Das Ganze bitte ohne mehrminütige Einleitungen oder Kommentierungen. Wir wollen die Dinge so stehen lassen, wie sie sind. Und dann werden wir darüber abstimmen, dieses Gesamtpaket an den Landeskirchenrat zu verweisen zur weiteren Arbeit. Und wie das dann aussehen kann, das denke ich, wird sich aus den Ergebnissen der jetzt dargestellten Arbeitsergebnisse ergeben. Ich denke, das wird durchaus unterschiedlich sein. Insoweit bitte ich jetzt alle, Platz zu nehmen und dann die Gespräche einzustellen. Das ist auch eine Frage des Respekts untereinander. Es wird dann bei der Abstimmung so sein, dass nur die stimmberechtigten Synodalen stimmen können. Das geht rechtlich im Moment nicht anders, wenn wir eine entsprechende Verbindlichkeit haben wollen. Ja, vielen Dank. Und ich gebe jetzt wieder ab die Moderation. Dann bitten wir den, die VertreterInnen der Gruppe 1a Flächen und Gebäude verantwortlich nutzen, nach vorne für das Statement oder für eure smarten Ziele. Sofern die ins Synodenbüro gegangen sind, werden die, glaube ich, auch hier noch mal angezeigt. Nicht? Okay. So, bitte verzeihen Sie mir. Ich bin gerade erst angekommen. Also, unsere Forderung 1, unser smartes Ziel lautet: Die Landessynode bittet das Landeskirchenamt in Zusammenarbeit mit den Kreiskirchenämtern bis zur Herbstsynode 2023 geeignete, sowohl landwirtschaftliche als auch bauliche und andere Flächen zu ermitteln, auf denen die Bewirtschaftung durch erneuerbare Energien sinnvoll ist. Und geht mit dieser Erhebung auf Gemeinden und Investoren zu. Das zweite smarte Ziel haben wir so formuliert in Bezug auf das erste. Dazu bedarf es neuer Investitions- und Finanzierungsmodelle in unserer Landeskirche, die die Gemeinden bei der Finanzierung von solchen Projekten unterstützt. Denkbar in diesem Kontext sind zum Beispiel Pachtmodelle, Wirtschaftspartnerschaften oder ein eigener Wirtschaftsbetrieb der EKM. Die Synode bittet das Landeskirchenamt, einen Entwurf solcher Konzepte möglichst bis zur Herbstsynode 2023 zu erarbeiten und vorzustellen. Vielen Dank dafür. Sogar in knapp unter einer Minute. Genau, die Fragen werden dann später ja nach allen gestellt. Jetzt kommt 1b, das bin ich selber, da springe ich schnell mal rüber. Wir hatten dieselbe Aufgabenstellung bzw. dasselbe große Thema. Unsere smarten Ziele lauten: Im Rahmen der Gebäudekonzeption sind die Gebäude bezüglich ihrer Eignung für Maßnahmen erneuerbarer Energiegewinnung in jeglicher Form mit zu bewerten. Die Landessynode bittet zur nächsten Synodaltagung um eine Information zu aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Bestrebungen zu den Genehmigungsverfahren auf dem Gebiet der EKM. Und das zweite smarte Ziel: Die Bau- und Finanzausschüsse der Kirchenkreise werden dazu aufgerufen, in ihren Kirchenkreisen die Räumlichkeiten, die für Jugendliche und Kinder zur Verfügung stehen, zu begutachten und mit jungen Menschen in den Dialog zu treten, um ihre Wünsche und Anforderungen aufzugreifen und somit Orte für generationenübergreifende Begegnung zu schaffen, erhalten und zu gestalten. Vielen Dank. Und die Gruppe 2. A.
wäre das Präsidium Hohe Synode, da ist man 2 Jahre im synodalen Ruhestand und steht schon wieder hier vorne und kann etwas sagen. Das ist auch mal ein schöner Perspektivwechsel. Tatsächlich ist es in den letzten 2 Jahren schwierig, an Gemeindeleben zu partizipieren, eben weil Kirchengemeinden sich komplett umstrukturiert haben oder Gottesdienstangebote fehlen und Gemeindeangebote fehlen. Deswegen haben wir uns eine tolle Idee überlegt, wie man es schaffen könnte, junge Erwachsene wieder ins Gemeindeleben zu integrieren. Und wir haben ein kleines Start-up-Projekt vorbereitet. Charlotte. Ja, wir wollen nichts ganz Neues, sondern wir wollen was Neues aus bereits vorhandenen Strukturen. Und zwar wünschen wir uns im Prinzip eine Jugendfreizeit, aber nicht für Jugend, sondern für junge Erwachsene. Und wir hätten gerne ein christliches Angebot, was wir konsumieren können, was wir nicht selber gestalten müssen. Eine Fahrt, die fürs Erste EKM-weit angeboten wird, als Pilotprojekt, und wir wollen nicht mehr nachdenken, wir wollen das jetzt einfach einmal probieren und von da aus ein Konzept gestalten, was wie die jungen Gemeinden irgendwann in jedem Kirchenkreis etabliert sein könnte. Projektstart, und wir stellen uns selber zur Planung zur Verfügung, möchte der Januar 2023 sein. Und was jetzt vielleicht klingt wie eine kleine elitäre Gruppe, die sich da findet, ist letzten Endes eine Aufbruchsstimmung von einer Gruppe, wir reden von ungefähr 25 Menschen, die aufbricht und Ideen entwickelt und dann mit wieder nach Hause trägt, natürlich auch in die Gemeinden, und daraus sich etwas entwickeln kann mit relativ offenem Ergebnis. Und nun die Gruppe 2b. Ja, wir haben uns überlegt, Gottesdienste in vielerlei Gestalt wechselnd durchzuführen. Gottesdienste durch Bibelteilen, das ist ein Bibliolog, durch ein mariniertes Gemeindemitglied, da gibt es Anleitungen im evangelischen Gesangbuch, Seite 1524, nee, Nummer. Ein Gottesdienst mit Predigt durch einen Pfarrer oder Pfarrerin, Gottesdienst mit oder durch Musik, wo die Musik im Vordergrund steht, Gottesdienst mit Leinwand, also Fernsehgottesdienste, den man gemeinsam anguckt, danach drüber bespricht. Die Beteiligten wechseln sich an der Verantwortung jeweils gemeinsam ab, und es gibt Gottesdienste mit Texten und Gebeten durch die Gemeindemitglieder. Und dann haben wir nochmal das Format Glaubensgespräch aufgeworfen. Menschen aller Generationen erzählen von ihrem Glauben im Gemeindebrief, als Podcast, als wachsende Ausstellung in der Kirche, Zitate mit Porträtsfotos beim Pizzaabend, bei der Bier an der Bar. Für alle Generationen, dass man gemeinsame Glaubenserfahrungen austauscht. Vielen Dank auch an diese Gruppe. Und nun kommen wir zur Gruppe 3, dem Singen und Musizieren. Technische Störung. Können wir erstmal noch die anderen Gruppen machen? Okay, dann überspringen wir jetzt erstmal die Gruppe 3 und machen weiter mit Gruppe 4a, sich einmischen in Kirche und Gesellschaft. Ja, klar. Mach danach, dann mach erstmal 4a. Wir dachten, wir bringen so ein, wie wir uns das auch wünschen, nämlich generationenübergreifend. Wir wünschen uns zum einen in einer 2-jährigen Erprobungsphase ein digitales Generationentreffen, gerne vor der Synode, und zwar um uns auszutauschen, welche Themen in Kirche, Gesellschaft bewegen denn uns, und zwar alle Generationen, und das dann über diesen Weg auch noch stärker mit in die Synode zu tragen. Unter dem Motto Zuhören schlagen wir weiter vor, die Landesjugendvertretung berichtet in regelmäßigen Abständen auf der Landessynode über ihre Arbeit und eröffnet, und das steht nur nicht hier, natürlich auch die Aussprache darüber. Vielen Dank euch. Jetzt nochmal singen und musizieren.
Können wir? Können wir? Ja. Genau, unser erstes Ziel war eine neue Liederliste. Und zwar, Jugendliche können bis zum nächsten Landesjugendkonvent Liederwünsche einreichen und zur Sitzung im März, also im März ist dann der nächste Landesjugendkonvent, wird dann diese Liste mit 10, 20, 30, 40, 50 Liedern, je nachdem wie viele zusammenkommt, wird dann dazu eine Liste erstellt und auch abgestimmt. Die Jugendlichen werden von ihrem Kreisjugendreferenten in ihrem Kirchenkreis informiert und zur Einreichung bzw. Abstimmung gebeten. Danke. Zum Zweiten haben wir das Projekt eines Songwriter-Workshops vorgeschlagen. Wir wollen einen Songwriter-Workshop im Jahr 2024. Einzelpersonen oder Gruppen aus Kirchgemeinden der EKM senden dem Popkantor eigens komponierte Musikstücke, mit oder ohne Text, wie auch immer. Dieser sichtet sie und veranstaltet dann ein Wochenende mit den Einsendenden zum Feinschliff der Lieder. Dazu könnten wir in dem Fall auch bekannte Songwriter anfragen, die uns dabei unterstützen, was das Ganze natürlich nochmal besser machen würde für uns. Auf dem Evangelischen Jugendfestival 2024 wird dann die Bühne, die es dort gibt, den Ergebnissen dieser Arbeit für ein Konzert zur Verfügung gestellt. Dankeschön euch. Könnt ihr noch mal kurz... Und jetzt kommt die Gruppe 4b, wieder mal sich einmischen in Kirche und Gesellschaft. Ganz schön langer Weg, einmal durch den ganzen Raum. Ja, sich einmischen in Kirche und Gesellschaft, Teil 2. Ich will noch mal ein bisschen genauer auf die Partizipation innerhalb unserer Kirche eingehen. Wir haben für uns zwei Grobziele definiert in unserer zweiten Gruppe 4b. Punkt 1, wir wollen junge Menschen für unsere Demokratie in der evangelischen Kirche begeistern. Und Punkt 2, wir wollen Strukturen schaffen, in denen sich junge Menschen auf allen Ebenen beteiligen können. Immer ein bisschen im Hinterkopf auch der Lutherische Weltbund, bei dem seit 1984 in allen Entscheidungsgremien 20% Jugendliche sind. Darauf aufbauend zwei konkrete Ziele, die wir auch hier finden. Ziel 1, das passive Wahl- sowie das Stimmrecht in kirchlichen Gremien wird ab der Konfirmation gewährleistet und nicht erst ab 18. Da das Ganze zeitlich auch eingeordnet werden soll, haben wir hingeschrieben, rechtliche Prüfung bis zur Frühjahrssynode 2023, Umsetzung, wenn möglich, bis zur Herbstsynode 2024. Und Ziel 2, der Landesjugendkonvent wird bei der Kirchengesetzgebung ins Stellungnahmeverfahren eingebunden. Und dazu passen noch dazu, Vortagungen von Landes- und Kreissynoden finden jeweils offene Konsultationen von jungen Menschen aus den Jugendkonventen statt. Wichtig in dem Fall auch Kreissynode. Es reicht nicht, wenn wir uns auf Landessynode bewegen, auf Landesebene. An der Stelle habe ich noch den Auftrag bekommen, Danke zu sagen übrigens. Wir sind zwar noch nicht am Ende von den einzelnen Einbringungen, aber ich soll trotzdem Danke sagen, dass wir hier die Zeit bekommen, damit die Jugend der EKM sich einbringen kann. Und ich hoffe von Herzen, dass das ein Vorbild für die weitere Mitwirkung der Jugend in der Landeskirche sein kann. Dankeschön. Das war eine Punktlandung zeitlich. Jetzt wollen wir unseren Glauben feiern mit Gruppe 5. Ups. So. Guten Abend, Hohe Synode. Ich stelle das erste Ziel von unserer Gruppe vor. Im Zeitraum der nächsten 2 Jahre soll jede Gemeinde einen Höhepunkt Gottesdienst neben den Heiligen Abend veranstalten. Dazu können Kirchenkaffee, Anspiele, Bands und Glühwein gute Mittel sein. Das Einbinden der regionalen Gruppen ist ebenfalls sinnvoll. Das Ziel ist es, ein Gemeinschaftserlebnis zu erzeugen. Die Planung des Gottesdienstes soll in einem Team bestehend aus Gemeindegliedern und
dem Pfarrer oder der Pfarrerin entstehen. Das zweite Ziel, die Gemeinden sollen in den nächsten Jahren prüfen, wie die Gottesdienste gefeiert werden sollen. Mit der Fragestellung, ob ich meinen Schwiegersohn oder meine Schwiegertochter, bei mir vielleicht eher der Schwiegervater oder die Schwiegermutter, zum Gottesdienst einladen würde, oder wie ein besonders schlechter Gottesdienst aussieht, kann eine kritische Position zu diesem Thema eingenommen werden. Das Ziel ist hier ebenfalls einen authentischeren und lebendigen Gottesdienst. Vielen Dank. Danke auch euch. Und jetzt kommt zur Gruppe 6, Weiterentwicklung der Synode. Ja, Hohe Synode, auch wir haben uns damit beschäftigt, wie kann das, was wir im Frühjahr in Naumburg erlebt haben, weitergehen und haben uns da auf zwei Ziele sozusagen festgelegt, welche uns sozusagen als am wichtigsten, am präsentesten noch in Erinnerung waren. Zum einen war das das Stimmrecht für alle Jugendsynodalen. Der Landeskirchenrat wird gebeten, zur nächsten Frühjahrssynode einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem Ziel, dass alle 6 Jugendsynodalen Stimmrecht und Stellvertretung bekommen. Und unser zweites Ziel, da ging es um das Weiterarbeiten. Also wir wollten nicht, dass es jetzt so ein einmaliges Projekt war und das verpufft wieder, sondern es soll weitergehen. Und deswegen war unsere Idee, oder unser Ziel, dass je Amtsperiode der Landessynode eine Jugendsynode stattfinden soll. Gleiches empfehlen wir auch den Kreissynoden, damit sozusagen die Jugendbeteiligung in die ganze Landeskirche gestreut werden kann und in alle Bereiche. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt kommt die letzte Gruppe, die Gruppe 7, Kirche analog und digital. Genau, schönen guten Abend. Wir haben uns überlegt, was nützen uns denn die digitalen Angebote, die es überall gibt, wenn wir davon nicht wissen? Und wir haben auch einen Auftrag, einen Aussendungsauftrag im digitalen Bereich. Und unser erstes Ziel ist dementsprechend, die Kirchenkreise und Gemeinden vernetzen ihre digitalen Angebote auf einer zentralen Stelle der Website der EKM. Die Infrastruktur wird bis zum Sommer 2023 vom Landeskirchenamt eingerichtet. Ziel 2 stellt Paula vor. Genau. Weiterhin haben wir uns überlegt, dass digitale Arbeit oft ein wenig abgetan wird. Und deswegen ist unser zweites Ziel grundlegend: Digitale Arbeit ist ein notwendiges und selbstverständliches Arbeitsfeld für jeden Kirchenkreis. Und dieses Arbeitsfeld ist entsprechend auszustatten. Es gilt ab sofort und ist umzusetzen bis spätestens Ende 2024. Vielen Dank auch euch und nochmal Dankeschön an alle Gruppen und an diejenigen, die es eingebracht haben und sich so vorbildlich an die Zeit gehalten haben. Jetzt haben Sie, ja genau, da kann man ruhig nochmal klopfen.